Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel Deutschland gegen Ungarn, das zweite Gruppenspiel der Deutschen. So, das hier ist der EM-Modus von EFC 24, ich habe den noch gar nicht gespielt. Mal gucken. Da bin ich echt mal gespannt bei dem Spiel. Ich tippe mal auf ein 2-0 für die Deutschen, vielleicht auch ein knappes 2-1. Mal gespannt, was ihr so tippt. So. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Bleiben Sie dran. Das gucken wir uns mal an hier. Das finde ich schon recht cool. Willkommen im Olympia. So, und los geht's. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu unserer Hoffnung. Auf Stimme in OP kommt das Spiel auch, aber mit OP zusammen. Frank Buschmann, wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Deutschland. So, Musiala. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Na, komm. So spielt die deutsche Mannschaft heute. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Jonathan Tah. Oh, das war. Das war nix. Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Die Aufstellung von Ungarn. Sie agieren heute ziemlich offensiv. Heute weiß ich noch nicht, ob ich hier eine Halbzeit so spiele oder nicht. Da kommt ein Mittelfeld. Scheiße. War ein Fehler. Es war ein Fehler. Oh. Spielen wir mal über außen wieder. Oh. Ja. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Schäfer. Total. Rüdiger. Musiala. Musiala. Jetzt der Angriff der deutschen Mannschaft. Oh. Groß. Gündoğan mit dem Ball. Nein. Er steht gut und holt sich den Ball. Mensch. Oh oh. Ja, das ist jetzt durchaus Platz auf außen. Wo ist ein Kimmich? Gut reingespielt. Die Chance. Uiuiui. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Er holt sich vorne den Ball. Oh, was tue ich denn? Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Rüdiger. Der Ball ist weg. Gündoğan am Ball. Gündoğan. Kimmich. Jamal Musiala ist das. Kimmich hatte wieder. Ah! Scheiße. Scheiße. Ach. Schäfer. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. So, Wirtz. Wirtz. Könnte die Führung werden. Ball ist drin. Damit haben 1-0 der Deutschen. Jawolski. Havertz. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke. Sehr cool. Aber ich denke mal, ich werde beide Halbzeiten mit Deutschland spielen. So. Deutschland. So, machen wir schnell Teammanagement. Wen hole ich denn da rein? Ich glaube, ich mache Füllkrug, oder? Ja, komm, wir machen Füllkrug für Havertz rein. Und Müller für Gündoğan. Spiel fortsetzen. So. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Das ist Thomas Müller.
Niklas Füllkrug. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter. Boah, wer schreit hier Buh? Ich glaub's hackt. Ich glaub's hoch. Komm schon. Es wird gewechselt. Bolla geht raus. Und Neko kommt rein. So. Das war hier vor der Pause noch keine Kraftleistung von Jamal Musiala. Bislang keine starken Szenen, aber sie können es verschmerzen. Sie führen. Das ist jetzt erstmal abgegeben. Niklas Füllkrug. Da läuft keiner mit. Toll. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Füllkrug! Nein! Immer noch die Chance. Hä? Weiter gefährlich nach dieser Parade. Und damit war es das erstmal da hinten. Das gibt's ja nicht. Jetzt die deutsche Mannschaft. Müller, das muss es doch sein. Müller macht das Tor. Müller macht das 2:0. Jawolski. Das Ergebnis passt schon mal. Würde ich mitnehmen. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann schlägt Thomas Müller zu. Macht er eiskalt. So. Aus nächster Nähe. Ja, da ist nichts zu halten. Immer noch mit dem Ball. Oh. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Aber er lässt sich da viel Zeit. Musiala. Chance für Musiala. Nein. Das ist doch nicht wahr. Befreiungsschlag. Ich hab's ihm gegönnt. Nochmal Musiala. Ah, was tue ich? Nagy. Nego. Nego. Der bringt den Ball jetzt nach vorne. Oh. Flanke kommt. Oh, der war noch gar nicht mal so schlecht. Mensch. Fällt hier noch ein Tor? Kerkes. Für Deutschland oder Ungarn? Das wird Einwurf für Ungarn geben. Ach. Es wird eine Auswechslung geben. Ich sitze hier gerade mit dem Deutschland-Trikot von Check24 hier. Sieht man natürlich nicht so. Komm, ab nach vorne. War es dann aber eigentlich doch nicht. Sehr gut, Wurz. Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Oh, Mann, oh. Nachspielzeit, eine Minute. Nein. Da kann er erst mal klären. Ja, die Orakel geht 2:0 aus. Ich hoffe, dass das auch so ausgeht. So, ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Schreibt in die Kommentare und wir sehen uns gegen die Schweiz am Sonntag. Da überlege ich mir wieder was anderes. Das letzte Mal war ja mit Stickern, jetzt mit EAFC24 und nächstes Mal vielleicht mit Karten. Mal gucken. Würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.